Am heutigen US-Veterans Day, so ein halber Feiertag, wo die Anleihemärkte geschlossen sind, die Aktienmärkte gleichwohl aufhaben, aber das Volumen dünn ist, stehen drei Dinge im Vordergrund. Das eine ist der Goldpreis, der heute weitergefallen ist. Das zweite sind natürlich diese teilweise schockierenden Bilder über das, was da in Hongkong passiert ist. Und das dritte ist Donald Trump, der morgen maßgeblich in Erscheinung treten wird. Dazu später mehr. Fangen wir mal mit dem Goldpreis an. Wir sehen, dass heute der tiefste Stand seit Anfang August erreicht wird. Dabei schien vorher noch alles so bullisch zu sein. Alles schien für Gold zu sprechen. Die Notenbanken, die Zinsen weiter senken, das war die verbreitete Annahme. Es ist sehr viel Geld in Gold-ETFs geflossen. Das will ich Ihnen hier mal zeigen. Da sind wir nahe der Allzeithochs, die wir im Jahr 2012 erreicht hatten. Die Annahme war, okay, die Konjunktur geht weiter runter, dann werden die Notenbanken weiter die Zinsen senken. Wenn die Notenbanken weiter die Zinsen senken, dann wird der Nachteil, den Gold hat, eben nicht verzinst zu sein, immer kleiner. Nun ist es aber so, dass wir in den letzten Tagen, vielleicht sogar Wochen, eine Art Destabilisierung der Konjunkturdaten auf gleichwohl relativ niedrigem Niveau gesehen haben, aber es fällt eben nicht weiter in den Keller. Dadurch die Annahme der Märkte, naja, dann wird die Fed vielleicht doch nicht mehr die Zinsen senken, auch die EZB möglicherweise nicht. Dann wird es eben so sein, dass die Nullzinsen, die alle schon eingepreist hatten, auch in den USA möglicherweise nicht kommen. Und deswegen haben wir dann in der letzten Woche eine massive Bewegung an den Anleihemärkten gesehen. Die Renditen für Staatsanleihen sind massiv nach oben gegangen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe, die so im Tief bei 1,35% gewesen war, ist gestiegen auf knapp unter 2%. Eine sehr heftige Bewegung. Und das hat viele auf dem falschen Fuß erwischt, sowohl am Anleihemarkt, wo viele spekuliert hatten, dass die Renditen eben weiterfallen, weil die Notenbanken die Zinsen weiter senken. Aber eben auch im Goldmarkt, wo alle praktisch long investiert waren, wo alle optimistisch waren. Und jetzt sehen wir, dass eigentlich ohne Nachrichten, ohne greifbare Gründe der Goldpreis weiter fällt, eben weil vermutlich viele in diesen ETFs auf der Longseite investiert sind. Und wenn der Preis fällt, dann werden Stops gezogen. Es fehlen dann schlichtweg die Käufer, weil viele schon drin sind. Das ist das Muster. Eins darf man nicht vergessen, eins ist vielleicht sehr wichtig, wenn wir verstehen wollen, was da passiert. Das ist ein Vergleich zwischen der Nachfrage verschiedener Sektoren nach Gold 2018 und hier 2019. Wir sehen hier die Notenbanken, hier dieses rosa-rote Feld, die war stärker 2018 als 2019. Wir sehen, dass die ETF Nachfrage, die im Jahr 2018 noch relativ gering war, deutlich gestiegen ist. Praktisch hat diese ETF-Nachfrage, die Käufe in ETFs haben manches kompensiert, was weggefallen ist seit 2018. Zum Beispiel eben die Jewelry-Nachfrage, also praktisch Schmuck, all das, was damit zusammenhängt, ist deutlich geringer geworden, ist normalerweise der größte Posten. Mithin haben also die Käufer in Gold-ETFs die Nachfrage oder den Nachfrageverlust aus anderen Bereichen ausgeglichen, auch von den Notenbanken. Nun aber ist es so, dass möglicherweise es nicht reicht, dass diese ETFs den Goldpreis weiter stützen, sondern vielleicht jetzt sogar weiter unter Druck bringen, eben weil hier sehr viele einfach auf der Longseite investiert sind und bei fallenden Preisen Stops getriggert werden, dann fällt der Preis weiter, werden weitere Stops getriggert, so dürfte das Muster derzeit sein. Und das, obwohl in Hongkong die Dinge maßgeblich eskaliert sind, schreckliche Bilder eines brennenden Mannes, eines Demonstranten, der einen Polizisten attackiert oder auf einen Polizisten zugeht, dann angeschossen wird, schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Und wir sehen, insgesamt hat sich die Stimmung, ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, zwischen den USA und China verschlechtert. Scharfe Attacken auf vor allem Außenminister Pompeo, scharfe Attacken der chinesischen Medien auf Mike Pence. Da geht es um die Uiguren, vor allem bei der Kritik von Außenminister Pompeo. Das hat sich so ein bisschen, oder es kündigt sich da ein Stimmungswechsel an, der deutlich ist. Heute das chinesische Außenministerium jeden Kommentar in Sachen Handelsdeal Phase 1 verweigert. Kein so gutes Zeichen. Und wenn wir uns dann Meldungen anschauen, heute hat zum Beispiel der US Chief Technology Officer, also der praktisch für Technologie zuständige höchste Beamte in den USA, Huawei, vorgeworfen, es würde afrikanische Netzwerke ausspionieren mittels seiner Technologie. Das hat China und das Außenministerium Chinas scharf zurückgewiesen und hat gesagt, ja,
Die USA haben selber jahrelang systematisch andere Regierungen ausgespäht. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an abgehörte Telefonate unserer Kanzlerin. Und eigentlich sind sie der Welt jetzt eine Erklärung schuldig über dieses Ausspähen, statt eben uns jetzt zu beschuldigen. Das sind alles so kleine Indikatoren, Mosaiksteine, die darauf hindeuten, dass die Stimmung sich maßgeblich verschlechtert hat, dieser Phase-1-Deal in immer weitere Ferne rückt. Und morgen kommt es zu einem sehr wichtigen Ereignis. Morgen wird nämlich Donald Trump sprechen vor dem Economic Club auf New York. Da wird er zum Abendessen sprechen. Nun wissen wir, dass Trump sich gerne Zeit lässt, wenn er erwartet wird. Also das kann sich in den späteren Abend reinziehen. Aber da wird er eben sprechen über Trade Deals wie Zölle. Hier werden wir also Auskünfte bekommen, ob möglicherweise es doch keine Rückabwicklung von Zöllen gibt. Genau das fordert ja China. Ich wiederhole mich da, aber das ist eben der entscheidende Punkt. Trump hat selbst am Wochenende signalisiert, nee, also da haben wir überhaupt nichts beschlossen in Sachen Rückabwicklung. Navarro hat nochmal gesagt, ist gar nicht auf dem Tisch. Also das wird für die Märkte möglicherweise dann ein entscheidender Punkt werden. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an, die heute vielleicht auffällig sind. Wir haben jetzt rekordhohe VIX-Spekulationen. Es ist das erste Mal, dass hier Daten zeigen, dass wir über 200.000 Kontrakte auf der Short-Seite haben. Man spekuliert also auf einen weiterfallenden VIX, auf eine weiterfallende Volatilität. Das würde bedeuten, dass alle eben letztendlich auf der Long-Seite investiert sind. Denn wenn die Vola fällt, steigen meist die Aktienmärkte und umgekehrt. Wir sehen, dass in China selbst die Dinge durchaus schwierig sind. Da ist die Kreditvergabe sehr, sehr stark gefallen jetzt im Oktober. Credit Growth ist deutlich unter den Erwartungen geblieben und so schwach wie seit 2017 nicht mehr. Damit fehlt sozusagen der Geldstimulus aus China. Und wir haben, um jetzt mal zu den US-Märkten zu kommen, extrem überkaufte Zustände. Das gilt für den S&P, das gilt für den Dow, das gilt für den Nasdaq, das gilt für den Russell 1000. Hier verschiedene ETFs, extrem overbought, fast durchgängig. Und wenn man sich dann mal die Rendite anschaut oder sozusagen das, was dann in den nächsten Tagen, nächsten Monaten passiert ist, dann ist es meistens eine sehr schwache Performance, die dann aus solch völlig überkauften Situationen resultiert. Dann haben wir, und das ist vielleicht auch noch interessant, die Situation, dass jetzt seit langer Zeit mal wieder die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe über der Dividendenrendite der S&P 500 Unternehmen liegt. Die liegt derzeit bei 1,87%, nämlich die Dividendenrendite im S&P 500, während gleichzeitig die 10-jährige US-Staatsanleihe am Hoch am Freitag bei 1,96% war, also drüber. Wir sind dann am Freitag nochmal ein bisschen runter, aber nach wie vor eben über der Dividendenrendite. Hier sehen wir die Nullerlinie, da sind wir jetzt knapp drunter. Das heißt, Anleihen sind schlichtweg wieder eine Alternative. Das Argument Tina, there is no alternative, ist nicht sozusagen komplett und immer gültig. Derzeit sind Anleihen jetzt wieder eine Alternative angesichts der Renditen. Was wir hier sehen, ist der Goldpreis, meine Damen und Herren, die Charts von Capital.com. Hier sind wir gefallen, eigentlich nachrichtenlos, obwohl auch der Dollar eigentlich überhaupt nicht stark ist heute. Sind wir unter Druck gekommen, die Anleihenmärkte sind geschlossen wegen Veterans Day 1454 aktuell. Der Kurs, schauen wir uns gleich mal Crude Oil an, das so ein bisschen erratisch hier rumzappelt bei $57. Wir haben den Euro-Dollar, der sich, naja, so ein bisschen stabilisieren kann. Jedenfalls fällt Euro-Dollar nicht mehr weiter. Jedenfalls ist der Dollar jetzt nicht so wirklich stark, dass diese Goldbewegung dadurch erklärbar wäre. Wir haben den Dow Jones, der aktuell bei 27.589 handelt. Wir sehen den Nasdaq 8.231, dünnes Volumen an der Wall Street, eben wegen dieses gefühlten Feiertags, der S&P 500 knapp bei 3083, in der Summe wenig Bewegung, auch beim DAX, der heute schon etwas tiefer war, aber sich erholen kann jetzt auf 13.215. Also es ist sehr ruhig heute, es sind aber diese Dinge in Hongkong sind schon sehr, sehr maßgeblich, weil sie faktisch die Stimmung zwischen den USA und China weiter verschlechtern, jenseits der menschlichen Tragödien, die sich da abspielen. Das alles sind schlechte Omen für das, was da möglicherweise kommt. Die Märkte haben schon 5.000 Deals eingepreist. Also wenn es nicht mal zu diesem Phase-1-Deal kommt, dann wäre das schon ein schwerer Rückschlag. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche es das Allerbeste und einen wunderschönen Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.